Hey, Jimmy ist ausgedacht, hier ist euer Bettler. Wir sind heute ein bisschen in der City. Paluten steht da irgendwo. Und ich muss mit seiner Kamera filmen, denn meine ist irgendwie verloren gegangen. Ja, keine Ahnung, wo die ist. Die ist auf jeden Fall nicht zu Hause. Ich hatte die mir zum Fußballtraining das letzte Mal. Seitdem ist sie einfach weg. Ist sie einfach weg, so. Ich weiß auch nicht. Die bestimmt einer geklaut. Nein, das glaube ich nicht, aber ich habe die bestimmt, ich habe die einem gegeben und dann habe ich vergessen wiederzunehmen. Irgendwie so. Und wir sind jetzt in der City und schauen einfach mal, weil heute ist ein echt cooles Wetter. Und da dachte ich einfach, da musst du mal rausgehen und nicht die ganze Zeit zu Hause hocken und Videospiele spielen. Was natürlich auch wunderschön ist, auf jeden Fall. Aber rausgehen ist auch, kann auch ganz schön sein, oder? Ich brauche Thermo oder Hose. Ja. Hallo! Hallo Kinder! Hallo Kinder! Was klar bei euch? Wer seid ihr? Wo trainierst du eigentlich? Wer seid ihr? Hallo? Was meinst du? München-Gladbach. Nein, in München-Gladbach. Pro Spiel heißt der Verein. Folge. Ja. Ich spiele Viktoria Köln. Kennst du das Spiel? Viktoria Köln? Ja, klar. Wie geht's? Hi, alles klar? Nice. Cool. Ja, genau, ihr seid im Vlog. Nein. Bring mal hallo. Rein. Hi. Ich grüße Jemnek, Jamonte und Alice und Khan. Ich grüße alle. Ich grüße einfach alle. Alle hier hin, dann machen wir zusammen ein Foto hier. Genau, genau. Einer muss Foto machen und dann filme ich das. Kriegen wir das hin? Ja. Kriegst du das hin? Ja, mach so quer. So, kriegst du es hin, Digga? Oh, danke schön. Ja. One minute. Kein Thema. Sollten wir alle hinkriegen. So? Aus wie perfekt, Jungs. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Ja, wieder nette Leute getroffen hier. Ich habe sehe gerade, ich habe noch einen Balken. Palle, sollst die Kamera mal aufladen, Digga. Wenn du die mir schon gibst, ja, wenn du mir leihst, dann möchte ich immer ein vollwertiges Gerät haben. Das Problem ist, Peter, dass du die letzte schon ausgeliehen hast. Das ist eine Lüge. Eine vollkommene Lüge. Das ist keine Lüge, Peter. Guck mal, weißt du, wie viel Essen ich dir leihe? Aus meinem Kühlschrank. Ja? Das ist mehr wert als die ganze Kamera. Nee, das ist stimmt nicht, Peter. Das ist ja immer so, wenn ich Palles Kühlschrank aufmache, glänzende Leere, bei Peter Berg voll Essen. Ja, bei mir ist es momentan gut gefüllt. Also, ja, Leute, so ist halt nun mal in der WG. Was meinst du, das bauen die hin? Das Fahrrad. Alles klar. Okay, ich hab's auch gesehen. Nice one. Junge, ich hab ne Brille, das ist, weißt du, du kannst es nicht nachvollziehen, ich hab ne Brille. So, Scotty, beam uns hoch. Kleidung. Leute, ich müsste mittlerweile. Was ist das? Achso. Leute, ich müsste mittlerweile auch mal wieder zum Friseur. Ey, guck euch die Mähne mal an, Alter. Gut aus? Das sieht ganz normal aus. Nee, ich muss zum Friseur. Ich hasse das, weißt du warum? Wenn ich Kappen trage, kommen die Haare an den Seiten vorbei. Das ist richtig nervig dann. Das ist halt richtig nervig, wenn die Haare dann hier an den Seiten so rauskommen. Deswegen muss ich das ausschneiden. Also ausschneiden, abschneiden eher. Ja, Leute, gerade wäre es fast zur Schlägerei gekommen, weil da irgendwie so ein Typ meinte. Das ist kein Scherz. Ohne Witz jetzt. Er meinte, ich hätte ihn gefilmt und soll ihm Geld zahlen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe dich nicht gefilmt. So, total nett und alles. Und dann ist er immer näher gekommen. Und ich dachte so, yo, was machst du jetzt? Schlägst du ihn? Oder, weil er ist einfach nicht von der Seite gewichen. Und dann hat er mich noch so, der hat halt, kennt ihr so Leute, die eine richtig feuchte Aussprache haben? Und dann habe ich ihm gesagt, yo, Alter, verpiss dich, du hast mich angerotzt. Und ja, und dann hat er die ganze Zeit gesagt, yo, gib mir deine Kamera, gib mir deine Kamera. Jo, und ich dachte, Hals, Maul. Aber ich, das, Junge, da ist nichts gewesen. Ich habe nichts getan. Nichts. Ja, ich meine, das war irgend so ein Schlönzenmeier, der da nach Geld gebettelt hat, indem man da auf dem Boden sitzt und dann meint irgendwie, ich kann es nicht nachvollziehen, keine ich kann auch seine Ahnung. Aggression null nachvollziehen. Ich auch nicht. Vor allem war ich noch so nett. Naja, Leute, das ist alles, wenn man eine neue Frisur haben will. Der Typ ist jetzt übrigens tot. Ja, er ist übrigens tot. Leute, damit, das ist der perfekte Abschluss für einen Vlog. Er ist tot, ja.
Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns dann die Tage wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne so ein bisschen, es ist mir noch etwas kalt, aber es ist trotzdem Zeit rauszugehen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen.